Hallo und herzlich willkommen zurück zu Massacre at the Mirage. Ich habe in der Zwischenzeit auch herausgefunden, was dieser Menüpunkt bedeutet. Ja, nämlich man klickt drauf und im Hintergrund wird die Browserseite geöffnet zu ehemals Twitter und nun X vom Entwickler. Ja, also nichts Aufregendes, aber wir starten direkt nun rein in den Bereich, wo wir letztens aufgehört haben, wo es nämlich zur Kundenbedienung geht. Los geht's! So, hier angekommen am Tresen, gucken wir uns ein bisschen um. Hier gibt es Süßigkeiten, Chips, hier drüben ist Popcorn, Hotdogs, Getränke, Eiscreme, musikalische Unterstützung, Pizza, Brezel. Ja, und das war's gewesen. Gut, aber wir müssen zuerst mal nach vorne wechseln. Oh, ist auch schon der erste Gast. Give me a ticket and make it snappy. So, bitte sehr. Wir bekommen dafür Kohle, das ist gut. Jetzt will die junge Dame natürlich auch irgendwas essen. Oder auch trinken. Ja. So, zweimal Eiscreme. Erdbeer und Vanille. So, Erdbeer und Vanille, das machen wir gleich hier so simultan, ne? Ah, ich kann beide aufnehmen, das ist immer gut. Sehr gut. Oh, und wir werden nun etwas machen. Hier hat mir Nightdraft 6018 mittels Kommentar auf die Episode 01 geschrieben. Hier einfach mal das Post-Processing auf Low runterdrehen. Und, ja, wunderbar. Diese Unschärfe ist weg. Ausgezeichnet. So, Gummibären, das sind diese hier. So, lasst ihr schmecken. Auf jeden Fall vielen Dank, Nightdraft, an dieser Stelle. Das sieht nun schon viel besser aus, ohne diese bescheuerte Unschärfe, wirklich. So, jetzt warten wir natürlich auf weitere Gäste. Na? Hier ist schon einer. Wen bekommen wir da nur? So eine Superheldenmaske oder was das ist? Nee, Phantom der Oper Verschnitt. Purdy, okay. Vielleicht irgendwas. Achso, eine Katzenmaske ist es. Ja, war auch in der Demo-Version bereits so, dass die ankommenden Gäste immer ein bisschen Wortwitz mitgebracht haben. Weil erstens mal sind es schon Rootbeer, Soda, was nun los, junge Dame? Ausweise erstmal herzeigen, ne? Genau, die Texte sind jetzt nicht unbedingt die einfachsten, sie sinngemäß zu übersetzen und es dann live durchzuführen schon gar nicht, ja? Gummibären, die hatten wir hier, richtig. So, Schokoladeneiscreme, Brezel. Brauchen wir so ein Teil, ja, wo wir das reinpacken? Schokoladencreme. Schoko, Schoko, Schoko. Es sind auch ein bisschen die Farben vertauscht. Ne? Vanille ist normalerweise gelb, nicht weiß. Erdbeer ist rot, nicht rosa. Und Schokolade ist braun, nicht rot. Aber gut, erstmal die Gäste hier zufriedenstellen und abspeisen. Ach, ich höre die Melodie bereits. Ja, der kommt von hier drüben. Hatten wir in der Demo auch. Na, du Irrer. Und auch noch blöde angeben hier. Reicht er nicht schon, dass du ein verrückter Killer bist, der sich als Clown nicht tarnt? Ja, das war verdammt verrückt. Sondern, dass du auch noch blöd hier angeben musst. Aber gut, an dieser Stelle steht auch fest, wir spielen nicht immer... Ne? Wer sind wir nun? Nika? Ja, Nika. Sondern vorne an der Kasse, da spielen wir den Ben. Ah, da kommt auch schon der nächste Gast. Haben wir hier an diesem Kinoabend nur junge Gäste oder was ist hier los? Kindergäste. So ein Jason oder irgendwas, ne? Ich lasse jetzt einfach mal die Kohle hier liegen.
Nun los, gehst du oder gehst du nicht? Du solltest doch reingehen. Ach so, ich muss die Kohle nehmen, sonst geht er nicht weg. Alles klar. So, sehr geehrter Herr Jüngling, was gedenken Sie zu speisen und zu trinken? Auch einer, der so ein Rootbier haben möchte? Ja, ein bisschen erinnert mich das Ganze an Ed Tonys. Oh. Erdbeereiscreme. Nur, dass es in Ed Tonys ein bisschen stressiger zugegangen ist, kann ich das umschalten? Nee, nur ein und. Ja, oh. Ja, ein bisschen hier motivierende Unterstützung in Form von Musik, hätte ich gesagt, ist schon in Ordnung. Aber als Ben bringt uns das nix. Hallo, Gäste. Ah. Aha, okay. Minecraft. Oder vielleicht auch Hulk? Nee, ist Minecraft, wie es aussieht, ne? Cola. Mein Bäuchlein, es lebt. Alles klar, Tortilla-Chips, die haben wir hier unten, die bekommst du sofort. Ein Hotdog mit allem drum und dran. Ja, das heißt hier noch Soße hinzu. Und was war das nochmal? Ja. Cola möchte haben, das hier drüben. So, wohl bekommst. Nicht woll. So, vielleicht muss ich mich auch wieder beklagen, wo jetzt die ganzen Gäste sind. Hier scheint nicht. Oder, oh, hier drüben. Die haben sich irgendwie abgesprochen vorher, ne? Zuerst irgendwo getroffen. Und dann haben die gesagt, okay, ich gehe als Erster, dann der Nächste geht mit 2 Minuten Verzögerung, der Nächste danach mit weiteren 4 Minuten Verzögerung. Ah, was haben wir hier? Was sind das? So ein Skorpionverschnitt. Get over here! Alles klar. Hier bekommst du ein Ticket. Ist auch der erste Erwachsene hier, wie es aussieht, ne? Als Gast im The Mirage. Popcorn, Dew, Vanille-Eiscreme. Gut, so, Vanille-Eiscreme, dann, nee, nee, das will ich hier. Und Dew hat er gesagt. Den nehmen wir gleich mit. So, dann ist auch erledigt. Oh, und es ist zu Ende, alles klar. In der Zwischenzeit. Ah, okay, an der Tanke. I need to stock these new black magic displays. All the products should be in the boxes out the back in the shipping container. Okay, irgendwelche Black Magic Teile müssen wir nachräumen. Okay, erstmal raus. Ah, okay, hier können wir nicht raus, denn wir müssen erstmal welche Displays. Welche Monitor? Was? Hä? Aber gut, ist klar, hier hinten müssen wir raus. Was für Monitore müssen wir hier? Okay. Eine Packung mitgenommen, kann nur eine tragen. Wo muss das hingepackt werden? Ach, hier vielleicht, oh, ja. Ah, alles klar. Verstehe schon. Nicht Displays im Sinne von Monitore, sondern die Aussteller. Ne? Ach du meine Güte, nun ist dieser Kerl auch hier. Die Aussteller wieder auffüllen. Hier Chips. Eieiei, das verheißt nichts Gutes. Das verheißt tatsächlich nichts Gutes, aber gut. Wir sind hier eingeschlossen, somit denke ich, kann ja nicht viel schief gehen. Oder aber der versteckt sich hier irgendwo im Container drin. Eieieiei. Bist du hier?
Nee, ist er nicht. Gut. So, das nächste mitgenommen. Kam es mir gerade so vor, als... Nee, gleich scharf für immer. Gut, gut, gut. Oder wie zumindest, seit wir hier die Option auf niedrig gepappt haben. Hier kommt's rein. Dann müssen wir einen von diesen Aufstellern noch befüllen und mal gucken. Gefällt mir gar nicht. Luftballon. Herr Keller, sind Sie hier irgendwo? Ach. Blödes Konfetti. Komm. Okay. Hey, did you knock over this barrel? What, did you think that was funny? Scram! Before I come out there and kick your ass! Nun lacht er auch noch blöd. What the fuck? Okay, das war irgendwie, finde ich, ein bisschen zu erwarten, ja, dass der hier irgendwas Blödes versucht durchzuführen. Somit war es nicht gerade ein schreckhafter Moment. So, Tür zu. Alright, that should do it. I should return to the register. Okay, zurück in den Kassenbereich. Raus geht's nicht. Ja, ob wir hier hinten sicher sind, ist die andere Frage. Telefon irgendwann anrufen, dass hier nicht gerade mit rechten Ding zu geht. Musik. Von hier? Von wo? Okay, ich kann nicht raus. Von wo kommt diese Musik her? Okay, von hier wohl nicht. Ach, ein Wagen kommt hier lang gefahren. Der Keller parkt hier drüben noch, ne? Ich sehe das genau. Hier so ein bisschen rauslehnen. Was will der Typ hier? Hey, welcome to Falcon Fuel. What can I do for you? Dude, I really need to use the bathroom. Where is it? Ah, der gute Mann muss Pipi machen. Nah, nah, nah. Bathrooms are for paying customers only. Oh ja, das kennt man so. Come on, man. I'm gonna explode here. I just need to go for a second. Rules are rules, buddy. You gotta buy something. Tja. Fine. I'll buy something after. Just give me the key. Nice try. I've heard that before. No pay, no pee. Ja, nicht, dass er uns mit einem Schlüssel hier abhaut, ne? Fine. I'll buy something right now. What's the cheapest thing you got? Gum's a buck, Fitty. Why don't you grab a pack? Keep the change. Just give me the key. Here you go. Enjoy your bathroom break. I hate this place. wieso läuft er nach draußen? Ach so, Service Center. Ich dachte, die Toiletten sind hier irgendwo drin. So, und nun? Können wir wieder raus? Kommt er wieder zurück? Was ist hier los? Oh. Ja, deinen Winke-Winke kannst du dir sparen, mein Lieber. Och, komm, hau ab, Mann, hau ab. Wo ist er nun? Die Freaks sind heute, das ist sicher. Die Wahnsinnigen sind auf jeden Fall am Rumlaufen. Oh, und es geht zu Ende, okay? Fuck, man. I need a piss. Ach, spielen wir nun diesen... Miles war das, ne? Ja. Die Toiletten sind wohl draußen. Alles zugeklebt. Was ist denn nun los? Gibt's hier irgendwas? Aufgabe, okay. Hier in ein von den Toiletten rein, so. Gut, dann verrichten wir unser Werk. Was ist los? Was ist los? Okay, das ist auch mal eine ungewohnte Spielemechanik.
so nur nix irgendwie schmutzig machen. Hätte ich mal gesagt, ne? Wir versuchen es zumindest. Oh, war ja, das ging nicht gut. Oh, das wird schneller. Okay, okay, okay. Och komm, mach henne. Oh, sorry. War gut. Oh yeah. That's better. Oh. What the fuck? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hey, dude, this shitter is occupied. Das alles andere ist gut. Look, man, I don't want any trouble. Oh, nee. What the hell are you? Haut er nun wieder ab? Please, dude, just leave me alone. Nee, er haut nicht wieder ab. I wonder what's on the radio. Okay, wir sind nun wieder Oscar war das. Ja, und wie es scheint, haben wir so mit Luna und Miles verloren. Eieiei. Good evening, ghouls and goblins. You're tuned into the spookiest station in town, 101.5 The Tube. I'm your host, Billy Knight, here to haunt your airwaves on this Halloween night, just after the witching hour strikes. And boy, do we have a bone-chilling treat for you tonight. If you're not already trembling with excitement, let me tell you about the frightful festivities happening right here in our town. The Mirage, our local theater, is hosting a midnight movie horror marathon. Featuring all your favorite spine-tingling classics. So if you dare, grab popcorn and head over there for a night of terror on the big screen. But fear not, my fellow night owls, because we've got the perfect soundtrack to accompany you on your Halloween escapades. Coming up next, we've got a killer lineup of rocking tracks to keep your heart pounding and your toes tapping. So stay tuned, my fellow creatures of the night, as we keep the spooky vibes alive right here on 101.5 The Tube! What was that? Sounded like something fell over in the garage. I better go check it out. Okay. Eieieiei. Garagenschlüssel? Aha, an der Wand hier, dieses Ding, okay. Eieieiei, das geht alles nicht gut aus. Kann ich vielleicht, oh Mann. Wir können nicht raus. Hier rein? Eieieiei, das geht nicht gut aus. Ich sehe das schon kommen. Ach, das Ding ist hier umgefallen. Glasscherben, okay. Ja, nee. Das geht nicht gut aus. What a mess. Wieder Nebel im Innenraum. What the hell happened here? Ja. Who's there? Ja, was wird hier wohl passiert sein? Ja, unser Killer-Clown ist bereits eingedrungen. Und ich habe so das Gefühl, das wird Oscar nicht überleben. Okay, irgendwas ist dort drüben. Irgendwas, um mich zu verteidigen zu können vielleicht. Gebt mir irgendwas. Oh. Okay.
Ja, Miles, du wolltest eigentlich nur die Toilette benutzen. Sorry, dass es so enden musste. What kind of a sick joke is this? Das ist richtig krankes Zeug, ey. Wow. Wait. Tja, das war's wohl auch für Oscar. Mit einer Nagelpistole? Ja, Nagelpistole. Oh, der ist ja richtig motiviert, der Verrückte. Aha, okay, wir sind wieder hier. Was ist los? Okay, die Snackbar sollen wir nicht unbeaufsichtigt verlassen. Was ist los? Ach so, kommen neue Kunden oder Gäste. Oh, hier wieder so ein kleiner Minecraft-Kinobesucher. Ah, die könnten wohl ein bisschen Henne machen. So, was möchte die Mumie? So, Cheesy Chips, das sind die hier, denke ich, ja. Tortilla-Chips, die können wir auch raufpacken. Schokoladeneiscreme, Vanille-Eiscreme, sehr schön. So, Vanille, Schokolade, wieder ein bisschen simultan alles abfertigen hier. Und dann kann es auch losgehen für dich, Kleiner. Komm hier nun, zack, zack, was ist hier los? Ah, hier drüben kommt wieder einer. Gut, 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 gut. Oh, komm. Ja, bis auf eine Person, alles Kinder in der heutigen Abendvorstellung. Ne? Ja, bekommst ein Ticket. Kein Thema. So, Root Beer Soda ist schon wieder so einer. Real Nuts möchte er hier haben. Das ist dieses. Popcorn. Dann möchte er auch noch Hotdog mit allem drum und dran. Root Beer Soda. Ne, das brauchen wir zuerst. Hier rein. So, dann Soße wieder drauf. Servieren. Root Beer Soda. Hier. Und tschüss, mein Lieber. Aha, ist schon wieder zu Ende, alles klar. Zwischenzeitlich hinter dem Kino. Damn it! There's gotta be some fucking booze or money around here somewhere. Oh, okay. Nun kommt der Obdachlose dran. Ah, ich denke, das gab's auch in der Demo. Da habe ich auch ein bisschen rumgesucht, ob hier irgendwo Alkohol oder Geld rumliegt. Aber nichts gefunden. Scheint auch diesmal nicht so. Und genau, hier ist dahinter ein... Oh. Der Hintereingang zum Kino und der steht auch schon dort, der Typ. Ja, geht nicht auf. Völlig verständlich. Möglicherweise hat Erik bereits die Türen hier verschlossen, aber eigentlich sollte er diese hier verschließen, oder nicht? Ja, bleibt uns keine andere Wahl, als hier drüben hinzugehen. Wagen hat er auch hier schon geparkt. Mann, 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 Mann. Irgend so eine Kiste mit einem Drehmechanismus, Drehhebel. Hey man, you got any booze or money? Well shit, what are you waiting for? Also ehrlich, Leute, ja, egal ob das jetzt Halloween oder sonst irgendwas ist, aber wenn hier eigentlich vermeintliche Kunstklauen, egal wie gut die gemacht sind, also künstliche Klauen, so aussehen, ja, da sage ich nur, Beine in die Hand nehmen und laufen. Jamal, break out the hooch!
What's this? It must be my lucky day. Black Magic. Oder auch Jack Daniels. Oh, that's the stuff. My insides are all frozen. Ist nicht gut. Ach, oh Mann, Säure hat der reingemischt. Okay, wieder hier zurück. Aber ernsthaft nun an dieser Stelle, was kann der Obdachlose dafür? Naja, wobei, ist ein Killer, ne? Dem ist es wahrscheinlich völlig egal. Wer bist denn du? Das Hausmädchen oder irgend sowas? So, was darf ich der Dame kredenzen? Rainbow Candy. Wo war denn das nochmal? Ist das hier Rainbow? Ja, das ist Rainbow. Pizza, Rootbier und Erdbeer, Gedöns. Pizza, Rootbier. Nehmen. Richtig ordentlich hier vom Ablauf, ne? Flott. So, kommt nun noch jemand? Momentan nur Stille. Oh, hier hinten wieder. Aha, okay. Hat der hier einen Hut auf, oder? Ah, eine Hexe? Ja, eine Hexe. Gut, bekommst auch ein Ticket. Ja, hier an der Kasse vorne ist wirklich leider keine akustische Untermalung. Dafür haben wir hier ein bisschen was. Gut, Erdbeer, Brezel, wieder Rainbow Candy. Das war's gewesen. Erdbeer. Eis. So, viel Spaß bei der Vorführung. Und es geht auch wieder zu Ende, in Ordnung. Zwischenzeitlich im Keller des Kinos. Gut, das heißt, Erik ist nun dran, oder? Man, that hobo better not be digging through our dumpster again. Guess I should go lock the gate. Alter Falter, der Typ ist hackedicht. Aber er kann immer noch gut laufen, ne? So, Tür auf. Warum wundert mich das nicht? Is that blood? Oh man, this is harshing my vibe. Where is that hobo? I hope he didn't hurt himself. Ja, es handelt sich auch momentan nicht um diese Tür oder das Tor hier. Ich habe das hier schon gesehen, hier ist irgendwas. Ja, nee, das... Eieieiei. Ja, wir werden alle sterben. Leider. Okay, was nun los? Wow, this isn't what I signed up for, man. This vibe is all wrong. I'm out of here. Ja, da bleiben mir die Worte weg. Okay, als wäre irgendwie nichts passiert, oder? Ja, gucken wir wieder nach vorne. Ich frage mich hier, wann der Saal auch voll ist. Oh, nun ist es aber das Phantom der Oper, wie es aussieht.
Was sagt er hier? Eigentlich sehe ich mir. Mag ich lieber schmutzigere Filme, aber den hier gebe ich mir auch. Auch ein bisschen. Verwirrende Aussage. So, Brezel, Tortilla Chips. Und was war das? Irgendein Rootbier, genau. Ja, du wirst es schon hinbekommen, dass du in den Kinosaal reinfindest, mein Guter. Ah jo, okay. Roboterkostüm oder irgendwas in die Richtung. Okay, er wurde programmiert, um den schrecklichsten Film aller Zeiten zu gucken. Ticket. Dann kommt erst die Kohle hin. Gnaw's Chocolate Bar. Oh, dieses Ding ist hier. Bipop, bip, bip, bup, bup. Und Grüße, Erdling. So, Rupier, Tortilla, Chips. Und ein Hotdog mit allem drum und dran möchte er haben. Wird prompt serviert, mein Lieber. Und wir warten wieder auf Gäste, okay? Ajo. So, was ist das für einer? So ein außerirdisches Mensch? Nee, doch nicht. Okay. Ja, das sieht mir auch so danach aus, dass der eigentlich volles Rohr im Partymodus ist. So, was willst du, Partymann? Was darf ich dir servieren? Cheesy Chips, Cola und einfach ein Hotdog ohne großartig was drauf. Cola? Cola war das. Ja, richtig. Oh, oh, Mann. Den hätte ich fast nicht gesehen irgendwie. Was tut denn der hier eigentlich? Na, wobei. Was tut er hier eigentlich? Was eine bescheuerte Frage. Natürlich kommt er, um zu töten. Ah, okay. Hier haben wir wieder einen Frosch oder eine Kröte oder wie auch immer. Der Old Ali excited. So, Ticket. Möglicherweise ist Ben das nächste Opfer. Man weiß es nicht. So, Real Nuts haben wir hier. Dann kommt Hotdog mit allem drum und dran. Und Orangensaft. So, Soße wieder drauf. Und prompt servieren. Jo, lass dir schmecken. Sind aber jetzt eigentlich schon einige Gäste gewesen. Okay. Ein Bärchen.
So, dann gib mal Bescheid, was du gerne möchtest. Okay, Gnors, Schokoriegel, Dew Soda, Strawberry, also Erdbeer, Dew Soda und irgendwas war noch Hotdog oder sowas. Hotdog mit allem drum und dran. Okay. Bitte sehr. Oh. What the? I swear I just changed the bulb a few days ago. Better check the light switch. Den Lichtschalter hier. Oh. Okay. Nix passiert. Was muss ich tun? Ah, oh. Where the hell did this thing come from? Oh, das gefällt mir nicht. Komm, befraust das Teil. Und du hau endlich ab, Mann. What the shit? Man, you scared the hell out of me. Nice costume, buddy. You buying a ticket or? You don't say much, do you? Anyway, $7 for a ticket, pal. Hey. Nice. Very funny. But if you want to come in, you'll need to buy a ticket. Er hat noch einen, hä? Okay, nimmt wieder hier den Gutschein für eine gratis Eiscreme. Und was bekommen wir diesmal? Oh, komm. What the fuck is that? Take your shit and get out of here before I call the cops. That fucker smashed the window, and now I have to clean this shit up. Why do I get all the freaks? I need to tell Nika and Phil about this and make a trip to the supply room. Okay, nun können wir raus als Ben so mit Nika an der Snackbar sprechen. Nika, you're not gonna believe this. What? What's wrong? Is it another kid trying to sneak in? Nee. No, it's worse. Some asshole dressed as a clown tried to attack me in the box office. What the hell? Attacked you? Are you all right? I'm fine, but this is where it gets weird. He left this gross, gory thing on the counter. It can't be real, but it looked like a chunk of someone's face. Are you being serious right now? Someone's face? We gotta call the police, right? Yeah, I'm gonna tell Phil and then clean that mess up before anyone else sees it. Okay, let's tell Phil first and see what he thinks because this could be a gross Halloween prank. I'll be quick. Just keep an eye on things here, and I'll handle the cleanup. Good luck with the face and guts. Just please hurry. Prank or not, I don't trust these assholes. Thanks, Nika. I'll be back soon, but lock the doors, okay? I don't want that creep getting in. Gut, das heißt genau ab zu Phil oben im ersten Stock und ich denke mal, die nächste Speichermöglichkeit werden wir dann auch wahrnehmen. Okay, der Vorhang ist wieder dort, wo er mal war. Merkwürdig. So, Phil, hör dir erstmal die Geschichte hier an, vorher noch Katze streicheln. Phil, was ist hier los? Ach, kann nur von hier mit ihm sprechen, was ist denn los? Phil, do you, got a minute? What's up? You look spooked. Did you see a ghost? We might need to call the police. Some creep just broke the box office window. Damn. Did you get a good look at them? Not really. They were wearing a mask and it all happened so fast. But he could come back. All right.
Let's not take any chances. I'll call the police. We can close the box office for now and get the show rolling. I don't want the customers to see the busted glass. It'll look bad. Sounds like a plan. I'll grab some supplies and try and clean up the mess. Gut, gut, alles klar. So, from basement, aus dem Keller müssen wir hier den Schlüssel führen. Weiß nicht, Wartungsraum, Supply Room. Mit ihr nochmal sprechen, denke ich, ne? Ne, alles besprochen soweit. Genau, hier hinten hin. Aus dem Keller. Ach so. Ach, hier war Erik unten drin. Also wortwörtlich war drin, ja. Ja, wo ist Erik? Wir wissen das mittlerweile. Ja, der Ben nicht. Wo ist der Schlüssel? Ich brauche einen Schlüssel. Ach so, und mal hier. Ben ist wirklich möglicherweise der Nächste. Okay. Oh. War nichts Gutes, war das, ne? Müssen wir noch irgendein Putzzeugs mitnehmen? Oder ist das nun das letzte Gebet, das wir sprechen müssen? Oh, eingeschlossen. What the? The door won't budge. Hey. Hello? Is anyone out there? I'm trapped! What the hell's going on? Ah. Direkt davor bei der Radio, beim Radiosender. This is a pretty interesting article. Okay. Sind wir Kelly? Who could that be? Nika again? Hello? Einfach nicht gut. Hey, whoever that is, the lobby is closed for the night. Come back when the station is open. I better go see what's going on out front. Tja. Ist die Tür hier nun offen? Nee. Ja, da ist er wieder hier, der wahnsinnige Typ. Tja, leider ist Kelly als nächstes dran. Ben hat hier nochmal Glück sozusagen. What the hell? Hello? Ja, er hat die Maske abgenommen gehabt. Wow. Hey there, Mr. Tall, Dark and Creepy. I'm sorry, big guy, but we are closed for the night. Oh, you want something sweet. Nicht die Türe öffnen, Kelly. How about you come back when the station's open? I'd love to see what you look like without all that makeup. Oh. Why do you always find the creepy ones attractive, Kelly? What's up with this stupid light? It's going to be a long night. I think I'll go make some coffee. Better see if Billy wants some as well. Aha, dafür ist der Raum hier hinten. Der DJ-Raum. Oh, das ist Billy, der ist auch gerade mächtig hier am Chillen. First, irgendwas, Country Festival. Tür, die aufgeht, in Ordnung.
Hey, einmal Klospülung betätigt. Okay, zuerst zu Billy. Ja, nett eingerichtet ist es schon hier. Hey, Kelly. What's up? Hey, Billy. I'm about to make a fresh pot of coffee. Want some? Oh, you're a lifesaver. I was just thinking I could use a pick-me-up. Make it strong, would you, darling? You got it. Need anything else? Some of those Halloween cookies someone brought in? Tempting, but I'll pass. I think too much sugar might put me to sleep. And we still got a few hours to go. Besides, I'm sweet enough. Oh, der ist auch überzeugt von sich, ne? You make sure to leave a cup out for the station ghost now, won't you? Oh, come on, Billy. You know I don't believe in that stuff. Oh, Kelly, you never know. This place has a history, after all. Strange things happen when you're not looking. Ooh, the haunted radio station. Okay, I'll make an extra cup just in case. I'll be back in a jiffy. Okay. Ja, sieht alles ganz nett aus hier drin. Was haben wir hier? Ecto Blaster. Ach, wieder ein Spielchen. Aha, alles klar. Nee, das will ich jetzt eigentlich nicht spielen. Aber ich bin mir sicher, dass es hier für eine Errungenschaft geben wird. Kaffee machen. Zuerst einen Kaffee holen. Wo ist hier der Kaffee? Hier oben, alles klar. Hier rein zuerst. Bohnen mahlen. Was ist denn zu tun? Aha. Mit der Maus hier herum. Tun irgendwie. So reicht's wohl schon, ne? Dann das Ganze entnehmen. Hm, hier drüben rein? Nee. Wo haben wir irgendwas? Hier auch nicht. Ach, das hier. Denn hier? It'll take a few minutes for the coffee to brew. Maybe I could get a round or two of Ecto Blaster in. Ach, die möchte jetzt dieses Ding zocken. Ich möchte aber gerade nicht. Na, wie es aussieht, müssen wir. So, Text, was auch immer hier steht. Ach, die Geister kommen dann. Kann ich die befreien auch? Mann, wie lange dauert denn das mit dem Kaffee hier noch? Muss aber wohl fertig sein, oder? Was ist denn los nun? Leere Tassen. Wo haben wir hier? Haben wir leere Tassen? Hier drüben hin, hier drüben rauf. Oh. Wieder so ein Spielchen. Gute Güte.
Gut, nun noch ein Becher für Billy. Und wir sollen ja auch irgendwie den Stationsgeist. Dem sollen wir auch noch einen Kaffeebecher machen. Ein bisschen verwirrend finde ich, dass teilweise die Speicherpunkte so eng aneinander liegen. Und dann aber auch wieder so weit auseinander. Ah, alles klar, gut, nichts für einen Stationsgeist. Thanks, Kelly. This should keep me going. No problem. I'll be in my office if you need anything. Just give me a buzz. Sounds good. Thanks again, darling. Gut, gehen wir wieder zurück und mal gucken, ob hier der Killer-Clown erscheint. Oh, Mann. Whoa, where'd this come from? I love surprises. Was passiert nun? Tastendrücken bringt auch nichts. Oh, Wire. What should I put on for the power hour? Maybe some Time of Dying. Or how about a Final Cut? What the hell? Some other signal must be bleeding in. I'm gonna need to adjust the high and low passes to isolate our signal. Okay, Speicherpunkt wäre schon mal ein bisschen gut. Okay, Aha, wieder irgendwie so die Wellenlängen anpassen. Ach so ist gut, oder? Linke Maus, okay. Nun, die niedrigen Frequenzen hier mit WASD muss man das irgendwie so durchschalten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Scheint nicht so recht zusammenzupassen irgendwie, ne? So drücke ich das die ganze Zeit irgendwie falsch mit den WASD-Tasten und so weiter, ich weiß es nicht. So kann es nicht passen, das ist mal klar, ne? Was brauche ich denn hier, damit das klappt? So weit sind wir schon gewesen irgendwie? Ja, es geht mir noch nicht so ganz in den Kopf hinein, wie das zu funktionieren hat. Hier auf dem Low Pass oder wie auch immer. So? Ah, endlich! Planet Fun.
Gut. Und dann, oh. You can't be in here. What the hell's going on? Where's Kelly? Ja, Kelly lebt nicht mehr. So. Auweia. Zurück im Vorführraum des Kinos. Show starts in 10 minutes. What is it? Say, what is it? Hey, why it's buttercup. Popcorn and sweet cream butter to hot popcorn. Mix it up, wrap it up, buttercup is born. It's delicious. So nutritious. It's a taste delight. It's so munchy, crisp and crunchy. You'll enjoy each bite. Eat butter-drenched buttercup popcorn at its best. Served in a king-size cup. It beats all the You hungry? Looking for a tempting treat? Hold on till I'm... Oh. That sounds like screaming coming from the showroom. Wait, screaming in the showroom? It's not like they're watching Arkham Chainsaw Massacre tonight. Those Ferratu's pretty chill. I'm just gonna step away for a second, see if things are okay. Ja, ich denke nicht, dass es gut gehen wird dort hinten. Oder gut gegangen ist, wir haben ja gerade gesehen, was los ist, ne? The doors won't open. Oh, fuck me. Is that blood? Shit. Where's Ben? What the fuck is going on? Ach, finde Ben. Ah, der lebt ja noch, der Ben. Where are you? Nika! I'm in the supply room! The door's stuck! The door is blocked with like a big metal bar! What? How? Can you move it? It's stuck in the wall! There's no way I can move this! Ben, there is something truly fucked up happening right now. There's a pool of blood outside of the showroom, and the doors are locked with people screaming inside. The doors are also closing on their own. This is way more than just Halloween prank shit.
Nico, what's happening out there? Nico! Ach, nun haben wir einen Checkpoint erreicht. I need to find a weapon. Aber um ehrlich zu sein, auch wenn ich jetzt eher das Gefühl habe, dass das Spiel bald durchgespielt sein wird, ich nehme hier den Speicherpunkt auf jeden Fall gerne an und vertage es somit auf eine Episode 03. Immerhin, in dieser Episode 02 haben wir ja bereits viel gesehen. Und tja, gucken, was in Episode 3 bei rauskommt. Ne? In diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Danke auch an den Nightdraft 6018 fürs Helfen, um hier diese Unschärfe abzuschalten. Genau. Jo, und deswegen sage ich mal, danke fürs Zugucken. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.